Ich habe vorhin auf der VIP-Tribüne auch Sabine Oberhauser gesehen, die Gesundheitsministerin. Oh! Sie wissen jetzt schon, wer auf der Bühne ist, oder? Conchita Wurst jetzt wieder in einem Gautier-Kleid, wie auch schon am Red Carpet, wo sie auch Gautier getragen hat. Vorher war das andere Kleid auf der Bühne von Jürgen Christian Hörl. Jetzt also wieder Gautier. Und das ist ihre neue Single. Conchita Wurst. Conchita war heuer das Testimonials des Live-Balls. Aber ist heuer nicht die Person, über die morgen alle Zeitungen schreiben werden. Der Mann des Abends ist eindeutig Gary Kessler. Und dieser 23. Liveball, ein ganz besonderer, nicht nur für ihn, aber auch für ihn. Thank you. Jean-Paul Gautier mit seiner Muse Conchita Wurst, der hat sie wirklich in sein Herz geschlossen. Sie ist auch schon in Paris für ihn gelaufen. Er liebt sie wirklich über alles. Conchita und Jean-Paul Gautier, vielen herzlichen Dank für die wunderschöne Fashion Show. Ein Sprichwort aus D-Town sagt, ohne Gold ist selbst das Licht finster. Und in diesem Sinne, lasst uns heute Abend von außen, aber auch von innen strahlen. Ich verabschiede mich nun von Ihnen und
Ja? Auf Wiedersehen. Ich bin hier. Ich habe aber auch gesagt, lass dir Zeit. Es ist genug Zeit vergangen. Du kommst jetzt mit mir. Auf einen Drink in der Karte. Mit wem jetzt? Mit dem Tod oder mit Jürgen Maurer? Was ist dir denn lieber? Schwere Entscheidung. Na, hast du was Besseres vor? Nein, eh nichts. Aber nur noch einen, okay? Ach, so einen Moment. Der Liveball 2015 ist hiermit offiziell eröffnet. Jürgen Maurer, auch bekannt aus den Vorstadtweibern. Er war auch bei der Millionenshow für den Liveball letzte Woche mit dabei. Und wissen Sie was? Wir machen uns heute was aus. Sie, Fernsehzuschauer und Zuschauerin in Österreich, vergessen Sie die vielleicht etwaigen kleinen Patzer, Pannen, möglicherweise ein Interview, das Ihnen nicht so gefallen hat. Dieser Mann hier in der Mitte, tiefster Respekt vor seiner emotionalen Rede. Ich bewundere Gary Kessler für seine Stärke. Erst widmet er den Ball dem Horst, einem Freund, der an der Krankheit gestorben ist. Und dann das überraschende Bekenntnis von ihm. Ich war einer der ersten in Österreich, der sich mit AIDS infiziert hat. Das hat Gary heute zum ersten Mal öffentlich erzählt. Irgendwie geht es mir mein ganzes Leben lang sensationell, erzählt er unter Tränen. Ich will den Betroffenen Mut machen. Und das hat er heute Abend ganz bestimmt. Und er weiß nicht, ob er diese Gala nächstes Jahr noch braucht. Ja, wer hätte sich gedacht, dass die Worte von Michi Häupl kurz davor, wie er gesagt hat, der Liveball ist auch zum Nachdenken gedacht, so schnell an Gewicht gewinnen. Das war also die Eröffnung des 23. Liveballs. Jetzt geht's drinnen im Rathaus weiter. Jetzt wird das Leben im Rathaus gefeiert. Ich wünsche dem Gary weiter viel Gesundheit, viel Kraft, weiter ein freudvolles Leben, dass auch er ein Beispiel dafür bleibt, dass soziales AIDS nichts zu suchen hat bei uns. Wir wollen ihm weiterhin so begegnen, wie wir es in den letzten Jahren getan haben, mit offenen Händen und vielleicht mit etwas mehr Kraft und Energie. Wie muss es ihm gegangen sein, lese ich in vielen Kommentaren in Social Netzwerken, diesen Ball zu ertragen, mit dem Wissen, dass auch er krank ist. Danke für Ihr Zusehen, danke fürs Nachdenken. Hoffentlich bis nächstes Jahr.